herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Freise. Ich bin seit September 2021 Leiter des Heimatmuseums in Leer. Das Heimatmuseum wird getragen vom Heimatverein Leer und besteht nicht nur aus hauptamtlich Beschäftigten, sondern vor allem aus vielen ehrenamtlichen Hilfskräften, ohne die wir den Vereinsbetrieb und natürlich auch den Museumsbetrieb nicht aufrechterhalten können. Die Arbeit, die wir hier machen, hat insofern einen Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir ja seit der Gründung des Vereins im Jahre 1909 nach wie vor die Sammlung für die Leeraner Bevölkerung erhalten und damit auch natürlich nachhaltig wirken bis in die Gegenwart und dazu beitragen, dass die Tradition, Geschichte Leers erhalten bleibt. Im Prinzip nachhaltig ist zuallererst natürlich die Erhaltung des Museumsgebäudes selbst. Also die beiden Museumsgebäude gehören dem Heimatverein. Sie stehen teilweise unter Denkmalschutz. Und allein dieses Gebäude zu erhalten, ist ein großer Aspekt der Nachhaltigkeit. Gerade jetzt am letzten Sonntag haben wir eine Sanierungsabschlussfeier durchführen können. Und zwar wurde seit 2020 beide Museumsfassaden saniert. Und das ist natürlich ein wichtiger Beitrag im Sinne der Nachhaltigkeit, weil die Gebäude stammen aus Ende des 18. Jahrhunderts und sind bis heute in ihrem Ursprung erhalten. Nachhaltigkeit ist insofern von Bedeutung, weil wir ja nicht nur die Gegenwart erhalten wollen, sondern auch die Zukunft gestalten und auch ressourcenschonend umgehen müssen. Also wir müssen uns auch im Museumsbetrieb damit befassen, wie und welche Ressourcen wir aktuell und künftig benutzen. Es geht nicht nur allein um Energieeinsparungseffekte, sondern natürlich auch, welche Materialien benutzen wir für zukünftige Ausstellungen. Sind die aus der Region, sind die nachhaltig? Inwiefern kann man ressourcenschonend auch im Büro selbst umgehen? Also dies sind alles Aspekte, die wir berücksichtigen müssen bei unserer Arbeit. Nicht nur die Hauptamtlichen, sondern natürlich auch die Ehrenamtlichen sind darin eingebunden, damit wir dann eine bessere Zukunft gestalten können.